Gut Golf aus Teilegen. Wir spielen registrierte Privatrunde. Es ist Teil 2 mit Jonas Friedrich, meinem Lieblingskommentator. Spielt netterweise mit mir Golf. Für mich geht es um was. Ich spiele registrierte Privatrunde. Den Score der ersten 9 Loch seht ihr hier unten nochmal eingeblendet. Jonas wollte nicht, Jonas konnte nicht. Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, Leute. So, Saison schon abgeschlossen. Längst. Ja, innerlich, äußerlich und auch so. Was nimmst du dir jetzt zumindest vor für die zweiten Runde? Ich würde jetzt gerne ein paar Pars unterbringen und einfach solides Golf spielen, insbesondere die Eisen wieder treffen. Das wäre hilfreich. So, das ist doch mal zumindest ein Vorsatz. Es geht um was? Es geht um diese Gut-Golf-Bälle für den besseren Spieler eigentlich. Aber da musst du jetzt ordentlich Gas geben, Jonas, dass du die noch kannst. Here we go. Gut-Golf, lasst ein Abo da und jetzt schauen wir mal, was die zweiten 9 noch so bringen. Jawohl. Nun ja. Ist der echt im Bunker? Durch das Sandy, ja. Jonas, den ja. Spaziergang auf der 10, den nutze ich immer, um mich mit meinen Gästen zu unterhalten. Also wir haben ja schon gelernt über dich, du bist im echten Leben kein Golf-Pro. Du bist Kommentator, ja. Hauptsächlich im Fußball. Tatsächlich. Habe aber auch schon Golfturniere kommentiert, so ist es nicht. Auch auf Sky? Auch auf Sky, tatsächlich. Ja. Ja. Andere Sportarten auch? Ich habe so ein paar Allround-Fähigkeiten, glaube ich. Handball, Tennis, Football habe ich auch kürzlich kommentiert. Tatsächlich, Fußball und Golf sind schon so meine Kernsportarten. Könnte mir ja, auch wirklich Schlimmeres vorstellen, als Golfturniere zu kommentieren. Das ist, generell Kommentator zu sein. Ja, das ist schon ganz okay, der Job. Ja, das stimmt. Ist es denn auf der Straße? Also ich meine, man sieht dich ja eher weniger im Fernsehen, aber ja. Man kennt natürlich deine Stimme. Also auch jetzt auch so, wenn ich dich höre, dann habe ich sofort ganz viele Szenen im Kopf einfach, die man mit deiner Stimme verbindet, was ich ganz witzig finde. Das passiert so 2-3 Mal im Jahr. Dass du wegen der Stimme erkannt wirst? Ja, dass mich jemand verdutzt anguckt. Also so. So klassisch Supermarkt, oh, die Stimme kenne ich hinter der Maske. Die Stimme hast du schon mal gehört. Ja, ja, so irgendwie. Also das sind dann so ein paar awkward Sekunden, aber ist meistens sehr nett. Machst du auch also Sprechersachen? Ja, tatsächlich. Werbespots? Ja. Imagefilme, Corporate, alles was du... Bucht ihn. Wie kann man dich erreichen? Ja. info@jonasfriedrich.de. Genau. Ja? Ja. Ja, super. Ganz komplett. Ich muss jetzt echt erstmal wieder ein Eisen treffen. Das ist jetzt mal vordringlichste Aufgabe. Ich hau sie alle links weg. Ab jetzt wird stärker gegriffen. Gewollter Draw. Mal gucken. Das ist er. Also er klang sauber. Ja, der ist super. Ich halte mich immer ein bisschen zurück mit Lob am Anfang, weil du weißt ja immer nie, wie es der Golfspieler selber einschätzt. Und dann lobst du ihn ja, und dann sagt er aber, nee, das war aber scheiße, ja, das wollte ich gar nicht. Absolut. Ja. Ist mir schon ein, zwei Mal passiert. Ja, ist unangenehm. Ja. Aber du musst natürlich immer Schwung vom Ergebnis unterscheiden. Ja, das stimmt. Geil erwischt. Ja. Geil erwischt. Wird nicht reichen, aber. Fairway Bunker finde ich auch wirklich so. Und da gibt's, das ist so ein Schlag. Ja. Da gibt es irgendwie so 5, 6 Techniken, die alle funktionieren. Und jeder muss sie aber für sich selber finden. Ja. Das finde ich, das ist ganz merkwürdig. Das stimmt. Ja, eigentlich ist es ja, wenn er jetzt so liegt wie der jetzt, dann ist es ja eigentlich ein Schlag wie auch vom Fairway. Nur für den Kopf stehst du halt auf weichem Untergrund, ja. Bist im Sand. Und du darfst halt keinesfalls Fett spielen. Genau, du darfst halt machst keinen Probeschwung. Auf keinen Fall Fett, das ist klar. Fairway-Bunker sind echt so eine Sache. Jonas hat gerade richtig gesagt, kann man nicht üben. Es gibt einfach keine Range mit Fairway-Bunker. Gibt's nicht. Musst du irgendwie so auf der Runde lernen. Und das Kuriose beim Fairway-Bunker finde ich, dass es also mindestens 3, 4 Techniken gibt, die alle irgendwie funktionieren und legitim sind. Wie geht deine? Schläger kurz. Ja. Vorne im Stand, bisschen nach rechts zielen, ein Schläger mehr. Ganz einfach. Und dann aber normal schwingen. Und dann ganz normal. Also auch im Treffpunkt Ball, nicht wie beim Bunker vorm Grün, im Sand vorher. Na, Laufkeit ist tödlich. Das wäre ja fett. Das ist tödlich. Jetzt liegen wir hier aber beide ganz gut. Jetzt hast du Hanglage, ja? Was machst du da? Zweifache Hanglage. Hanglage nach da, Hanglage nach da. Okay, ich stehe über dem Ball, das heißt, ich muss noch ein bisschen nach rechts zielen. Wir nehmen ein halbes Sandwich. Das müssten so in etwa 80 Meter sein. So, und dann muss ich noch ein bisschen ausbalancieren. Gewicht nach vorne, sonst wird es nichts. Ball wird flacher. So, der müsste es sein. Das wäre das perfekte Tutorial jetzt eigentlich. Vielleicht klippe ich das extra raus. So,
So, und jetzt ganz wichtig, ist weicher Rhythmus. Gewicht vorne lassen, nicht groß rummachen mit der Gewichtsverlagerung und sauber durch den Ball. Lauf, mein Freund. Also er ist auf dem Grün. Er ist auf dem Grün. Jetzt frage ich dich, bevor ich sage, dass ich es gut fand, wie du ihn gespielt hast. Hat er dir gefallen? Er war okay. Er war nicht ganz sauber auf dem Schläger. Aber ich finde, also das verzeihe ich mir tatsächlich. Das war kein einfacher Schlag. Nein, das ist meine Krankheit. Fetti Fett. Meine Krankheit. Shit. Pärchen? Pärchen. Sehr gut. Es gibt die Pärchenfaust. Halleluja. Finally. Dadurch, dass es ja eine neue Folge ist hier. Ah, ja, check. Ist für alle die, die jetzt erst einschalten. Die wissen gar nicht. Die genau, die denken, boah, der Jonas legt ja gut los. Geiles Up and Down. Super. Yes. Paar und paar. Super Scramble. Dreh. Komm dreh. Rüber, mein Freund. Ja, kann, dürft reichen. Kurz. Könnte aber bouncen. Ja, ja. Jonas, wo kommst du ursprünglich her? Ich komme eigentlich aus der Nähe von Stuttgart. Hast du mal Dialekt gesprochen? Ja. Und den dann wegtrainiert? Tatsächlich, ja. Also ich habe, so wie Sie es gehört, ich könnte auch normal schwätzen. Ja. Ich habe tatsächlich einfach hardcore geschwäbelt, ich habe einen leichten schwäbischen Einschlag gehabt und musste dann mit dem Das Buch hieß, glaube ich, Der kleine Haie, kann das sein? Das ist so eine Art Standardbuch der deutschen Hochsprache. Da musste ich erstmal lernen, wie das eigentlich so funktioniert und was eigentlich sozusagen die Hochsprache von der Mundartsprache unterscheidet. Und dann war so ein komisches Jahr, würde ich sagen, in dem Freunde und alte Bekannte komisch angeguckt haben. Bist jetzt was Besseres, ne? Klang natürlich am Anfang ein bisschen komisch. Mittlerweile geht's. Und wenn du emotional wirst und so oder schimpfst? Nee, wenn ich zu Hause bei meiner Oma bin, die wird mich ja nicht verstehen sonst. Und wenn die dich im Fernsehen hört? Oder schaut die keinen Fußball? Haben wir tatsächlich nie drüber gesprochen. Gute Frage. Aber alles autodidaktisch, das finde ich ja schon toll. Weil ich habe früher das zurückgerollt und ich war beim Logopäden. Ja, du lachst. Zahlt das die Kasse? Ja, in dem Fall ja. Nein. Weil sonst wäre ich ja psychologisch eingebrochen. Das wäre ein Fall für die Klapse gewesen. Das ist geil. Hätte ich ja meinen Job nicht ausführen können. Sit! Ah, der ist zu weit. Mann, Friedrich, das ist aber auch echt gefühlsamputiert, was du da spielst. Boah, war das hässlich. Ja, absolut. Auf so einem leichten, vermeintlich leichten. Ja, wirklich so. Jonas, du hast gerade gelacht, aber es war wirklich so. Ich war beim Logopäden. Der hat mir dann, oder beziehungsweise meine Ärztin damals, Hausärztin, hat mir gesagt. Wie ist denn da die Diagnose? Ritis? Naja, ich konnte ja. Berufsunfähigkeit, wenn ich das Rind nicht wegkriege. Naja, auf jeden Fall hatte ich das Rezept und dann war ich bei der Logopädin. Und danach noch im Entschuldigung, es gab ja schon eine Menge Sportreporter mit rollendem R. Also so ist es ja nicht. Ja, vor allem beim Bayerischen Rundfunk. Siehste? Ja, aber mir haben sie damals gesagt, ich wollte ein Volo machen beim BR und haben mich nicht genommen, wegen Sprechens vor dem Mikrofon. Und das im Sender von Gerd Rubenbauer. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich nur am R lag, aber... Ja, das haben sie dir gesagt. Genau. Ja, und wie lange hat es gedauert? Schon eine Zeit. Ja. Bis das in den Alltag überging. Wie kriegt man das weg? Ja, wirklich üben. Ich habe dann teilweise die Sätze schon gescannt, also was sage ich, will ich sagen und ist dann R drin, wie muss ich sprechen. Ja. Und ganz viel gurgeln. Ich habe ganz viel gegurgelt unter der Dusche. Gegurgeln? Ja, weil das ist ja hinten. Das ist genau dieser Gurgellaut. Das ist hinten? Ja, ja. Ach komm. Und ich habe es vorne gesprochen. Ja, genau. Also, ja, genau, weil ich dachte, also, R ist doch vorne. Ja. Das, ah, da müssen wir. Das Rollende, ja. Super. Nice one. Ja, sehr nice one. Stark. Bleib. Ja, der bleibt.
Traumbild. Ja, ne? Drive in ein vierschichtiges Bob Ross Gemälde. Es ist mir also nicht gelungen, mit meinem Papiergeraschel dich aus dem Konzept zu bringen. Nee. Wolltest du das? Mhm. Ah ja, klar, du willst ja die Bälle haben. Ich möchte ja Scratch-Golfer werden. Jonas, hast du auch noch so ein Ziel? Ich möchte Scratch-Golfer werden. Du auch? Das kann doch nicht so schwer sein. Ich beneide ja dich und dein Projekt, weil ich, wie soll ich sagen, ich habe nie die Power gehabt oder habe sie nicht, das so durchzuziehen wie du. Würde es sehr, sehr gerne machen, habe aber einen viel zu großen Respekt davor. Das passt einfach nicht in mein Leben, wie ich es auch will. Haut so nicht hin. Am liebsten würde ich natürlich auch einfach, eigentlich jeden Tag dran arbeiten, irgendwann mal Scratch golfen. Ich habe noch so die heimliche Hoffnung auf eine Paarrunde auf einem guten Platz. Also bei einem Turnier. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Nee. 9-Loch-Paar habe ich schon gespielt. Aber die Geschichte haben, glaube ich, noch schon ein paar andere erzählt. Super. Nein. Das ist so bitter, ja, wenn es dann daran scheitert. Top. Schön. War eine 5. Ja. Also die letzten beiden hast du echt gut. Komm noch ein bisschen. Blatt gehabt. Ich finde es auch sehr sportlich, dass du dein Bag trägst. Das, ja, ist auch immer so eine Glaubensfrage, ne? Tragen, schieben. Ja, eigentlich ist so. Irgendwie mag ich das. Mir ist das lieber so. Im Turnier, also mir ist durchaus klar, dass es möglicherweise so ein, zwei Schläge kostet. Im Turnier nehme ich dann schon auch so einen Trolley. Immer den schäbigsten Leittrolley vom jeweiligen Club. Also hast gar keinen eigenen? Nee. Und also tatsächlich finde ich, wie soll ich sagen, bin wanderfit. Komm jeden Berg gut hoch. Gute Bergfitness. Also wenn der Herbst so ist, dann ist Herbstgolf echt was Schönes. Die Farben, ja. Der Duft, der wahlweise vom Bauernhof oder vom frisch aufgewirbelten Gras des Rasenmähers rüberkommt. Schön. Ja, stimmt. Du musst es ja so beschreiben, dass der Fernsehzuschauer das auch in die Nase kriegt. Geruchsfernsehen. Das müsste erfunden werden. Aber nur wenn der Herbst dann immer gleich so ist wie gegen Mittag. Natürlich. So dieses in der Früh mit 2-3 Grad. Ja, das geht so. Aber ja. Trotzdem, ist einfach sauschön. Ja, das stimmt. Das erste Mal Jonas im Sand. Und fies im Sand. Na, draußen ist er. Du, mehr ging nicht. Sehr gut. Geil. Gut. Das war dann Nummer 3 ins Wasser, Strafschlag 4. Das war der 5. dann, ja. Ui, geht doch. Der wäre fast rein. Hätte ich drauf gehabt. Wäre ein viraler Hit auf TikTok geworden. Kompletter Spannungsabfall. Jetzt auch auf der 16. Jetzt habe ich lustigerweise oder blöderweise den Ball, den ich auf der 15 verhauen habe, gefunden. Hätte ich also spielen können. Den hast du jetzt wieder schön getroffen. Nice and easy. Das brauche ich jetzt auch mal wieder. Bei mir ist es einfach im Prinzip nur der Rhythmus. Gut. Jonas hat gemessen. 112. Oh, 112, okay. 112. Auf der 17. Ja. Par 4, links ja hier der Bunker, da muss er aufpassen. So, keinesfalls links. Würde ich sagen, eine Dreiviertel Pitching. Ja. Ja. Ja, fertig raus. Keinesfalls links, rechts anhalten. Leider schon Haufbälle weggepusht heute. Sollte jetzt nicht passieren. Oh. Gut. 6,8, nicht nur 3/4. Das ist wunderbar. Unterhalb des Lochs. Schöner Dreipad. Ja. Kurz.
Stopp! Stopp! Das ist unfassbar, wie diese Putts hoppeln. Ja, das macht's. Die kannst du nicht, du kannst eigentlich auch keine EDS-Runde auf. Nicht, gell? Ich zerreiß die. Arifizierten Grüns spielen, das geht nicht. Nee. Also. Habt ihr gehört, gell? Keine EDS-Runde auf arifizierten Grüns. Oh, come on, siehst du, der war nämlich auch drin. Der war drin. Komm, der war eindeutig weg. Drin. Der war drin. Vier. Immerhin. Ganz ungefährdete vier. Das macht einfach keinen Sinn. Ja, ich wusste das nicht. Ich merke momentan, dass ich nicht zum Spielen komme und dann läuft es halt auch wirklich einfach nicht. Einmal die Woche ist dann zu wenig. Ist das bei dir? Das reicht, also im Leben nicht. Ich müsste eigentlich einmal die Woche eine Stunde trainieren und eine Runde spielen. Ja. Das ist Minimum, um auf Handicap zu kommen. Ja. Sonst wird es schwierig. Gar Handicap zu verbessern, was ja einer von uns dringend möchte. Ja. Gut. Super. Ja. Oh nein, come on, come on, come on, come on. Und er war doch schon drin. Nice. Jonas, danke. Hat Bock gemacht. Wirklich. Absolut. Sehr. Score war. Das war jetzt. Mei, nicht verbessert. Keine Runde, die vom sportlichen Wert getragen wurde. Nee, das nicht. Aber war schön. Sehr schön. Gemacht. Das waren 18 Loch Good Golf mit Jonas. Hat Spaß gemacht, zumindest mit dir. Ne? wie soll ich sagen? Ich war jetzt weit entfernt beim Optimum. Ja. Es war okay. Es ist genau das, was halt gerade so ist. Also, wir haben schon gesagt, also registrierte Privatrunde spielen auf verifizierten Grüns ist schon challenging. Bedingt sinnvoll im Übrigen auch. Es ist eine große Hoppelei. Und selbst wenn du dann halt gut spielst Richtung Grün, so richtig cool wird das nicht mehr. Nee, das stimmt. Na gut, also zwei Löcher gestrichen, also wahrscheinlich der Score nicht einbringbar. Du hast dir diese Bälle aber deshalb verdient, weil wir haben gesagt, wir machen Zählspiel und ich habe ja den Score wahrscheinlich nicht zu Ende gespielt. Hier, so. Bitte. Jonas, danke dir fürs Mitmachen. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal und für euch lasst ein Abo da, kommentiert fleißig. Vielleicht gibt es noch die ein oder andere registrierte Privatrunde. Ich glaube, so 2-3 kann ich nur spielen in diesem Jahr und dann ist Schluss, ne? Von Temperaturen. Könnte die letzte gewesen. Ja, genau. Nicht aufgeben, aber könnte. Gut, danke fürs Zuschauen. Ciao.